Die Synchro ist so gut, die hätte von mir sein können. Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ja, habe ich mich selber im Schnitt verarscht, ne? Ja, das ist nämlich ziemlich, ihr habt das vielleicht mitbekommen, es macht immer so piu, 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 ne? Nicht? Ist auch egal. Ja, wir schauen mal, was der wilde Schimpanse uns vor die Tür gelegt hat. Aha, ein weiteres Mediabook, diesmal von AVV-WMM. Und was soll ich sagen? Es geht um Chakma. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, viele Leute kennen ihn. Ein Klassiker, ein Repack in diesem Fall, aber in wirklich drei großartigen Cover-Varianten. Cover A ist dieses hier. Cover B ist auch nochmal ein gezeichnetes, blende ich euch hier ein. Und weil ich mal wieder so bin, wie ich bin, Cover C, die limitierteste Version auf 111 Stück mit dem Original VHS-Cover, ist auch noch hier am Start. Aber darum soll es gerade nicht gehen, sondern es geht ja natürlich erstmal um diese Cover A-Variante. Und da frage ich euch, worum geht es eigentlich in diesem Film? Ja, eigentlich relativ kurz gesagt, eine Gruppe von Studenten in der Uniklinik schließen sich nachts nach der Vorlesung dort ein, um eine Art Rollenspiel zu spielen, eine Mischung aus Live-Action, Schnitzeljagd und Computerspiel. Deswegen auch Cover B, habt ihr gesehen, da war so ein schöner Rahmen drumherum, falls ihr euch gefragt habt, warum das aussieht wie aus so einem Computerspiel, weil die Kids da so ein Spiel spielen. Aber in der Klinik hat sich quasi durch die Tierexperimente ein Affe, der durchaus schon ein bisschen aggressives Potenzial vorher gezeigt hat nach seiner Behandlung, losgerissen. Und ja, die Studenten sind wie gesagt eingeschlossen, es ist dunkel und kein Kontakt zu anderen erlaubt. Und dementsprechend hat der Affe natürlich dann ein leichtes Spiel, sich über die Spieler herzumachen. Beworben wurde es mit super realistischen Tierangriffen. Und ihr wisst ja, Tiere, Tierexperimente, das ist immer eine gute Idee, nicht, denn ihr wisst, ich hatte euch schon mal ein Mediabook vorgestellt, vor damals von PlayOn, blende ich euch gerne hier nochmal ein. Da ging es um einen anderen Affen, der auch durchaus durch medizinische Experimente durchgedreht ist und Leute umgebracht hat. Ihr merkt also, falls ihr Wissenschaftler seid da draußen und zufällig einen Affen im Käfig habt, am besten keine Experimente mitmachen, okay? Stoppt die Tierversuche jetzt, weil ihr habt schon mehrere Beispiele gesehen und wir schauen uns wieder mal ein weiteres dazu an, was denn noch so schief gehen kann. Ja, deswegen keine lange Rede, kurzer Sinn, wir schauen uns jetzt dieses Mediabook hier etwas genauer an. Und hier haben wir das Cover A, limitiert auf 222 Stück. Und ganz oben sehen wir den Chakma-Schriftzug und darunter ist der Chakma auch abgebildet, der Pavian. Übrigens ein Mantelpavian. Ich weiß, deswegen seid ihr hier auf diesem Kanal, weil ihr wusstet, dass ich euch diese Frage hier beantworte, weil ihr hier natürlich was lernt. Deswegen habt ihr ja auch schon lange da unten auf Abonnieren gedrückt und auf die Glocke natürlich, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet oder fast immer, wenn ein neues Video kommt. Übrigens mittwochs und freitags jetzt, neuer Upload-Tag. Aber naja, dazu kommt dann nochmal was, keine Ahnung. Genau, und wir sehen hier oben so ein bisschen so den Plan aus dem, der Rahmen für Cover B gemacht wurde. Ihr seht, das ist so ein bisschen der Computerbauplan von dem Gebäude und ja, in den Räumen gibt es quasi so vom Spielleiter, ne, ihm hier die Anweisungen und der guckt halt, wo dann die Leute sind, damit sie dann am Ende die Prinzessin befreien können. In der Mitte sehen wir übrigens den Hauptdarsteller Christopher Atkins. Falls ihr euch gefragt habt, woher ihr diesen wunderschönen jungen Mann kennt. Ja, aus Die Blaue Lagune natürlich. Da hat er nämlich auch mitgespielt, beziehungsweise die Hauptrolle gespielt. Die anderen Charaktere kamen mir auch irgendwie immer alle bekannt vor. Habe ich dann aber irgendwie nicht mehr zuordnen können.
Hier, das ist ein bisschen komisch gelungen, finde ich, dass so halb in diesem Bildschirm so drin ist. Aber ansonsten sind die Übergänge sehr schön gemacht und auch hier diese Spritze auf dem Stab spielt in diesem Film auch eine krasse Rolle. Und ja, auch hier diese Szene hier, das ist eine der wenigen Gore-Szenen, die wir hier in dem Film haben, auch direkt auf dem Cover abgebildet. Ich sag mal nicht, wie und was da passiert, aber wie ihr sehen könnt, hier haben wir dann nochmal so den, quasi so ein bisschen den Affen am Computer sozusagen, der dann quasi so, ja, das Glas zerboxt und dann, ja, das alles so ein bisschen raussplasht. So, das ist schon ziemlich cool gemacht. Ich bin echt ein Freund von diesen gezeichneten Artworks, also schon richtig stark, deswegen Cover A oder Cover B, je nachdem, was euch besser gefällt, ob ihr mehr so den Computerspiel-Look oder hier diesen eher freien Look. Ich bin eher für den freien Look gewesen, aber ihr wisst es ja, ihr habt es gerade schon gesehen. Ich konnte nicht widerstehen, mir diesen Film auch nochmal in der Cover-Variante C zu holen. Hier hinten limitiert auf 111 Stück, ich habe die Nummer 74. Rückseite ist die gleiche natürlich wie bei Cover A. Und aber ich fand es einfach so großartig, dass wir hier dieses VHS-Cover haben, weil wir sehen gleich, die Rückseite ist nämlich auch an die VHS-Kassette angelehnt und deswegen auch gleich, ihr seht gleich die markanten Werbesprüche und ich muss sagen, das sieht schon richtig, richtig brutal aus hier und schack mal auch so die Zwangszähne und so, das ist schon richtig brutal. Aber darum soll es hier nicht gehen, wir sind ja hier ein bisschen in der genauen Ansicht, inhaltlich sind die sowieso gleich, deswegen kommen wir uns mal kurz den Spine an. WMM-typisch sehen wir das Cover nochmal in klein auf dem Spine. Was natürlich den Vorteil hat, dass ihr dann genau wisst, welches Cover ihr im Schrank steht. Das heißt, wenn ihr den Film wirklich zweimal habt, dann wisst ihr genau, welches Cover ihr benötigt. Beziehungsweise welches Cover ihr aus dem Schrank nehmt. Das ist schon ziemlich cool und ja, durchaus sinnig, muss ich sagen. Ihr seht, die Rückseite, die Abenteuer der Rückseite ist das gleiche. Und auch hier die Werbung natürlich für eine VHS-Kassette in der Videothek ist natürlich exponentiell wichtig, ne? Und deswegen super realistische Tierangriffe. Muss natürlich riesengroß draufstehen, genauso wie Action-Szenen, wie noch nie zu sehen, wie sie noch nie zu sehen waren. So, sehr umständlich geschrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, ihr seht, es ist sehr blutig da, geht aber dementsprechend, das gesagt, werde ich ja gleich noch im Fazit nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, nur so, ja, blutig zwar, aber nicht splattermäßig vor. Ne? Ansonsten hier nochmal kurze Inhaltsangabe, zweites Limited Super Spooky Stories, ihr wisst Bescheid, Super Spooky Stories, ich sammle die ganzen Aufkleber hier an meinem Monitor, super geil, ich weiß nicht, was ich damit mache, irgendwann werde ich die mal irgendwo hinkleben, aber immerhin haben ist besser als brauchen, weil das war das Einzige, was ihr auf der Folie findet, kein FSK-Flatschen etc., der euch hier die schönen Mediabooks versaut. Ansonsten, Audiokommentar ist drauf, ansonsten haben wir nicht wirklich viel drauf, was man als Extras bezeichnen könnte. Trailer, das war es dann aber auch schon. Also Trailer, sind hier zwei aufgehört, Trailer zum Film und Trailer Show, ist halt ne, quasi Trailer zu dem Film und Trailer zu allen möglichen anderen Filmen. Ansonsten haben wir halt nur noch das Booklet. Aber, wie immer, richtig stark, gibt es hier einen weiteren Horrorfilm, WMM-typisch, als Bonus dazu. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das random ist oder ob jeder den gleichen hat. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, falls ihr da mehr wisst. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich finde es einfach eine coole Sache, dass man hier anstelle den Film nochmal in DVD reinzupacken, sondern einfach irgendeinen Bonusfilm reinpackt auf DVD. Mega stark. So, wir schauen jetzt uns das Booklet an. Der Film FSK 18 ist ein bisschen drüber, gebe ich zu. Ne? Aber ihr seht, es ist quasi das VHS-Motiv. Und hier hinter, wie immer bei den Super Spooky Stories, nur dieses Weltraum. Bild mit diesem, ich muss wirklich sagen, das Super Spooky Stories Logo gefällt mir richtig gut. Ihr wisst ja hier, Freund der 80er, ne? Perfekt. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Booklet. Und wie schon erwähnt, das ist hier nicht unbedingt, beziehungsweise gar nicht filmgebunden. Wir haben hier nämlich ein Booklet über Horrorhits und Höllenqualen. Horrorhits und Höllenqualen. Für die Westdeutschen unter euch. Und ja, wir gehen hier in diesem Booklet sehr viel Text, unterbrochen von immer so ein paar schönen Filmplakaten, muss ich sagen, das ist richtig stark. Und wir beschäftigen uns hier mal so mit einer groben Auswahl an Horrorfilm-Genres und ein paar Vertreter dieser Art. Dementsprechend könnte das hier als quasi so, ein
ja, wie soll ich sagen, eine Einkaufsliste von Filmen vielleicht oder eine Watchlist vielleicht, wenn ihr nichts mehr zu tun habt und nicht mehr wisst, was ihr machen sollt, schaut euch doch mal einen Revenge-Film an, zum Beispiel Hochzeit des Grauens oder die Straßen der Gewalt, ja, so, ne, wisst ihr Bescheid, also Revenge-Filme, kennt man, Tierhorror sind wir ja gerade mit dabei, ne, hier steht auch nochmal, ne, Chakma und, ach, hier steht es auch, ne, Die Blaue Lagune, 1980, ach so, okay, ja. Der Film ist übrigens aus dem Jahre 1990, deswegen ja, wundert mich dann später, oder beziehungsweise wundert es mich, wie die Bild- und Tonqualität ist. Da könnt ihr auch nochmal gespannt sein, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Und ja, auf jeden Fall sehr cool, was hier noch so alles an Filmen mit Affen und so weiter gibt. Wir sehen können auch eine sehr große Auswahl an Tierhorrorfilmen, also hier wird ein bisschen mehr drauf eingehen. Dann haben wir natürlich das teuflische Böse, man kennt es aus Düstere Omen oder Der Exorzist, ne? Also alles, was mit Teufelchen zu tun hat und Besessenheit und so. Horrorkomödien, auch richtig und wichtig. Ich sag mal nur Tucker und Dale vs. Evil oder hier Beetlejuice. Sehr großartige Filme. Verdammt, die Zombies kommen, ja, auch sehr cool. Dann haben wir den Highschool-Horror. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht großartig zu sagen, Schule des Grauens. Ja, ist nicht, glaube ich, nicht so mein Genre. Dann die Anthologie-Horrorfilme. Ja, Totentanz der Vampire. Ja, ist auch nicht so ganz meins. Aber ich muss sagen, das Bild hier, das ist ja wohl mal richtig großartig. Book of Evil. Dann haben wir den Survival-Thriller. Auch klar, geht quasi so um ein Subgenre des Thrillers. Ja, mit Day of the Survivalist von 86. Ja, so Manhunt-mäßig halt, ne? Dann, klar, Dracula, Frankenstein und Monster. Brauche ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Habe ich euch ja hier schon mal vorgestellt, die Frankenstein-Box von PlayOn. Richtig stark. Da gibt es auch wirklich ein bisschen mehr zu sagen, weil es auch wirklich ein größeres Genre ist. Und auch, glaube ich, so ein bisschen, ja, hier geht es so ein bisschen um die Puppen. Es geht so ein bisschen in eins über hier, ne, mit den Monster-Filmen. Quasi so Übergang in Spookies, hatte ich euch auch schon vorgestellt. Blende ich euch hier oben ein. Auch sehr cool. Oder, ja, Hobgoblin, das war auch so ein Rip-Off. Müsst eigentlich auch die Munchies, wollte ich gerade sagen. Die Munchies hatte ich euch auch schon vorgestellt. Blende ich euch auch hier oben ein. Ihr habt jetzt einiges zu schauen. Macht euch erst alles in neuem Tab auf und dann wird das hier mal ein bisschen durchgesuchtet. Weil das sehr coole Filme und sehr coole Mediabooks dazu sind. Teilweise auch hier von WMM erschienen. Und zum Thema Zombies brauche ich, glaube ich, hier nicht mehr viel zu erzählen. Habe ich euch schon öfter mal was vorgestellt. Die Zombie-Box von Dawn of the Dead habe ich jetzt mir nagelneuen Autogramm drauf besorgt. Deswegen schaut mal gerne unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr den Instagram-Account. Denn da wird gezeigt, was da so drauf ist mit, beziehungsweise wie der Mann, der Keen da drauf geschrieben hat, als, ja, auf der Filmbörse Neues habe ich mir von guten, den Mädels von Nerdy Maniacs, auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, die haben mir das mitgebracht und danke dafür nochmal an der Stelle und ja, ich glaube, dafür brauchen wir nicht bewusst drauf eingehen, ne? Mandroid habe ich auch nicht gesehen, aber sieht ziemlich cool aus. Und ja, okkulte Horrorfilme, brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Okkultismus, glaube ich, auch soweit bekannt. Dann weiter DTV-Hits. Und jetzt fragt euch, was heißt denn DTV? Dolby Digital Vision? Nein, das heißt Direct to Video. Und auch hier muss ich mal wieder eine Perle anbringen, und zwar The Banker. Erschien bei Retro Gold 63. Neuer Tab aufmachen, nicht vergessen. Ja, da in den 80ern gab es halt wirklich viel Direct-to-Video und hier geht das nochmal spannende Titel davon, genauso wie es dann auch in der quasi so den fließenden Übergang gibt zu der Neuzeit, denn wir wissen ja hier, ne, es gibt nicht nur ja, Direct-to-Video, mittlerweile gibt es ja auch Direct-to-Blu-ray oder Direct-to-Stream, ist ja quasi auch Heimkino gedacht und nicht im Kino gelaufen. Slasher-Film ist auch klar, ne? Die ganzen Freitag der 13. etc. Und ja, auch ein sehr schönes Cover, muss ich sagen. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich hoffe, WMM bringt die alle nochmal raus. Und dann geht's hier nochmal, das war die Stelle, die ich meinte, ging es dann nochmal so in die quasi neueren Ableger über, die dann quasi auch nochmal erwähnt werden sollten. Soll ich hier noch Abgrenzung dazu? Genau, hier auch hier Horrorfilme im neuen Jahrtausend quasi, welche neueren Direct-to-Video oder
Horrorfilme es aktuell so gibt, was hier so in der letzten Zeit so groß war. Und ja, Carsten Weißenberg hat dieses geschrieben mit dem Mike Blankenburg zusammen. Beide sehr coole Typen. Und das war es auch hier hinten nochmal kurz. Die Echsenjagd als letztes, ja, Outcover, nennen wir es mal so. Und Killer's Moon, den hatte ich schon mal in irgendeinem anderen von, komischerweise, X-Rated. Ich weiß nicht, ob da ein paar Stapel noch über waren, aber ja, gibt es darunter auch nicht viel zu sehen, aber ich muss die Disc mal gerade reinmachen, weil sonst macht mich das ja noch kirre. Uff, ich weiß gar nicht, wo fange ich denn als allererstes an? Bei der Bild- und Tonbewertung natürlich. Ich würde sagen, wir fangen, was sagt ihr? Bild? Ton? Bild? Bild, okay. Wir fangen bei Bild an. Wir haben ja, wie gesagt, hier einen HD-Master, wir haben eine Blu-ray und das ist scheinbar auch eine, ja, auf oder ein ja, HD-Master, das aufgenommen wurde von dem Original-Filmmaterial. Und ich weiß nicht, was dabei schiefgelaufen ist oder ob sich danach einfach keiner mehr in die Post-Production davon gewendet hat, weil das Bild ist meistens, ja, also es ist schwierig zu beschreiben, weil wir haben unterschiedliche Szenarien. Einerseits haben wir ein durchaus scharfes Bild, andererseits haben wir dann einen absoluten Kontrastverlust, die teilweise in dunklen Stellen die Kontraste komplett absaufen. Das heißt, ihr seht am Anfang ein Gebäude und davor sind Büsche und die Büsche sind dann ja, so im Dunkeln halt, so leicht im Schatten. Und das heißt, da verschwimmt dann alles, da seht ihr gar nicht mehr die, ja, die ganzen Blätter, sondern es ist halt so ein unten schwarz und dann oben so ganz bisschen sieht man noch was von den Blättern. Aber halt auch nur ganz bisschen. Ne? Also der Rest hat er jetzt quasi in eine Brühe so ein bisschen abgesoffen. Farben sowieso so ein Thema. Gibt an manchen Stellen ein sehr komisches Color Grading, möchte ich es mal nennen. Die Gesichter teilweise dann in so ein bisschen halbdunkel werden, die so ein bisschen rosa, lila, weiß es nicht genau. Sehr, sehr seltsam. Und ja, was haben wir noch? Wir haben Bildfehler. Wir haben erstmal mal so ein Krisseln drin. Das geht an manchen Stellen also richtig krass. Und ja, wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es hierbei um einen absoluten Trashfilm handelt und sich da keiner unbedingt die Mühe gemacht hat, nachdem er das alles durch den Scanner gezogen hat, nochmal an den PC zu setzen und alles hier quasi nochmal neu zu überarbeiten. Ich weiß nicht, dieser, wie gesagt, ist ein Repack. Ich weiß nicht, ob man das mit heutigeren Möglichkeiten schneller und einfacher vielleicht machen könnte. Also, na klar, wir machen auch hier aus eine 4K-Veröffentlichung, seid ihr davon, Jungs? Also, falls die Produzenten das gesehen haben, gerne mal Bescheid geben. Ne? Könnt ihr gerne mal vorbeikommen und mir so ein Exemplar vor die Tür legen. Frag die Katze, die weiß, wo ich wohne. Und ja, dann, ja, weiß ich nicht. Also, diesen Film wirklich mal in einer guten, wirklich sehr guten Qualität zu sehen, das wäre auch mal was anderes. Würde aber dann so ein bisschen an dem Charakter von diesem Film hier nagen. Weil es geht natürlich gleich weiter. Der Ton. Ihr habt das Intro gesehen und habt euch jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit während dieses Videos gefragt, Mensch, das muss ja ein richtig gutes Synchro sein, wenn das der gute Matthias hier auch selber machen würde. Dann muss es ja richtig High Quality sein. Spoiler-Alarm? Nein. Leider nicht. Leider gar nicht. Ja. Die deutsche Synchro ist wirklich so unfassbar schlecht. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine schlechte Synchro gehört. Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist komplett an der Realität vorbei und hat mir aber dann wiederum auch gezeigt, was diese ganzen anderen Trash-Filme, die ich euch in der letzten Zeit vorgestellt hatte, doch alles für wirklich gute Synchros haben. Sogar Terror Serpent, das ja ein absoluter Trash-Film der Trash-Filme war, hat eine bessere Synchro gehabt. Und ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Dieses Studio, weiß nicht, ob das deren erster Synchro war, ob die das im Hinterhof aufgenommen haben, ich habe keine Ahnung. Da gibt es so einen Schwarzen, der klingt nicht mal ansatzweise wie ein Schwarzer, sondern eher, weiß ich nicht, wie ein kleiner weißer Junge. Also schon ein bisschen komisch. Aber so, da sliden wir dann mal nach dem ganzen Gemecker. Wir haben übrigens eine DTS, oder das DTS? DTS HD Master 2.0 Tonspur. Die ich stellenweise nicht mal verstanden habe, wenn die Leute sich unterhalten haben, wenn die so ein bisschen abgezwackt waren, so, weiß nicht, einer hat das Funkgerät geredet oder so, hat man es kaum verstanden. So, aber jetzt genug geschimpft. Was ist denn jetzt mein Fazit von diesem Mediabook? Film ist eine absolute Trash-Gurke, also Logiklücken, komische Synchro, komische Handlungen teilweise, relativ vorhersehbar,
Bildfehler. Also Fazit, absolut großartig. Ja, wenn ihr wirklich einen sehr schlechten Film sehen wollt, aber der durchaus unterhalten kann, weil wir haben hier wirklich einen echten Affen drin und der, also ich habe doch echt, nachdem ich diese Szene gesehen habe, doch wirklich ein bisschen Angst bekommen, weil also bei dem anderen netten kleinen Affenfilmchen, da war es ja eher so, dass der Affe eher so, ja, zwar auch so ein paar garstige Sachen gemacht hat, aber da wurde halt für die Szenen so ein bisschen, ja, so ein, ja, eine Puppe genommen oder ein Roboter oder sowas. Und hier ist in vielen Szenen wirklich ein echter Affe, der da so wie ein Berserker da auf die Tür eintrommelt. Übrigens, Berserker ist ein kleiner Hinweis. Solltet ihr vielleicht mal ein Abo dalassen. Vielleicht kommt da noch mal was. Ja, ein wirklich krasser Affe, der da wirklich voll am Durchdrehen ist. Also, das hat mir durchaus ein bisschen Angst gemacht. Und blutig ist es auch teilweise. Hätte von meinem Geschmack ruhig noch ein bisschen mehr Splatter sein können, aber es war vielleicht im Budget nicht drin gewesen. Aber gut, sehr unterhaltsam am Ende dann. Das Finale wirklich auch wieder ziemlich logisch, unlogisch, aber stark gemacht. Und ja, gewinnt am Ende nochmal so ein bisschen an Fahrt. Ansonsten, das Mediabook. Schön gemachter Text. Wie gesagt, nicht zu dem Film, aber schön geschrieben. Und mal so ein bisschen so für die Allgemeinheit so ein bisschen was zum Aufbereiten. Dann haben wir leider keine Extras drauf, außer ein paar Trailer. Aber das würde ja auch wieder zu diesem Film passen. Den könnt ihr euch dann mit ein paar Kumpels abends mal mit 3-4 Bierchen angucken oder so. Ich denke mal, so als netter Begleitfilm ist es dann durchaus unterhaltsam. Die Mediabooks, wirklich großartig von den Covern und von der Verarbeitung, kann ich es durchaus empfehlen. Also wenn ihr Bock auf eine ja, relativ limitierte Auflage mit sehr coolen Covern habt, dann schlagt zu. Ihr habt die Wahl, wie gesagt, zwischen zwei sehr geil gezeichneten Covern und einem noch limitierteren Original-VHS-Cover. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, falls ihr den Film gesehen habt, wie ihr den findet, wie ihr das Mediabook findet und wie ihr das alles hier findet. Ne? Feedback hilft mir, damit wachse ich. Und Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.